Es gibt verschiedene Typen beim Kartenspielen. Und hier stelle ich euch mal ein paar Typen vor. Es gibt einmal den Typen, der immer am Gewinn ist. Der kann übertrieben weit hinten liegen. Aber der holt einfach auf und der gewinnt dann das Spiel. Wie? How? How? Ihr denkt, dass ich verliere. Damn! Wie kann das sein, Mann? 120, Digga. 3, 2, 1, let's go. Ha, fuck it up, ha, fuck it up, ha. Der Schummler. Der Schummler hat die Schummler-Krankheit. Er kann kein Spiel spielen ohne Schummeln. Er muss schummeln. Ohne Schummeln geht's einfach nicht. Mann, Mann, Mann. Richtiger Schummler. Sorry, Bro. 50 oh, für dich. Oh, scheiße. Du meinst wohl 75 für Arman. Hä, Digga, was war das denn? Was machst du, Digga? Digga, 75 für dich. Digga, holst du die Karten raus, Digga? Du bist doch am Schummeln, Digga. Alter. Ich hab auch vier Karten für euch. Nein. Irgendwo, Digga. Ja. Guck mal, meine Ärmel. Ah! Digga, dein Ernst, Bruder, du schummelst. Der Typ, der nicht mischen kann. Der Typ hat zwei linke Hände. Schaut, wie er austeilt. Graziös. Und natürlich gibt es auch noch den Typen, der übergeil mischen kann. Ein Festmahl fürs Auge. Digga, wie mischst du? Digga, bist du doch, ey. Leute, kennt ihr die Typen, die übertrieben lange brauchen für einen Zug? Entweder sind die mies bekifft oder die haben einfach einen Stein im Kopf. Dein Ernst war immer noch nicht fertig. Bin ich dran? Oh! Ah! Ah! Na, was machen Sachen? Leute, den Typen kennt auch wirklich jeder, der gar nicht verlieren kann. Ich meine, der es einfach nicht akzeptieren kann, dass er einfach reingekackt hat. Damn, Bro. Gib doch einfach zu, dass du verloren Loser. Hast. Loser. Bruder, tut mir leid, Digga, ja? 3, 2. Oh, scheiße. Bruder, gib ihm. Boom. Das gilt gar nicht. Das gilt nicht. Digga, es ist zu, die Karte. 120 Punkte. Willst du nochmal hier mit uns den Spielabend machen? Digga, bei dir ist immer so, Digga, du kannst nicht verlieren, ne? Du kannst aber nicht verlieren, was ist los mit dir? Das ist halt arschig von dir. Ich hab dich hier mit hingebracht und jetzt machst du schon zum zweiten Mal die 3. Bruder, du hast einfach verloren, Digga. Warum bringst du jetzt andere Sachen jetzt einfach so? Es gilt nicht. Was gilt nicht, Bruder? Du hast verloren. Nur 20 Punkte, Digga, ist einfach so. Dann gibt's auch noch den Typen, der seine Karten nicht richtig hält. Ich meine, jeder kann da reingucken. Man weiß einfach ganz genau, welche Karten der Typ hat. Wenn ihr wisst. Zu guter Letzt gibt es auch noch den Lupscher. Wie wär's, wenn du auch mal in deine eigenen Karten guckst, anstatt in die Karten der anderen? Was machst du? Fuck it up.